Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Heute... Okay, das war ein geheimer Stern. Heute widmen wir uns noch einmal der Feuereruption-Galaxie, die gar nicht wirklich Galaxie heißt, weil... Weiß ich nicht, Übersetzungsfehler, weil... Keine Ahnung. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Übersetzungsfehler war. Der Dino-Piranha. Ist es nicht die Piranha? Also die Dino-Piranha? Weil gut, es ist der Dino, aber es ist die Piranha. Okay. Irgendwie kann ich diese Galaxie jetzt nicht mehr sehen, jetzt wo ich das hier im Nachhinein aufnehme der letzten Folge. Aber gut. Das macht ja nichts, ne? Oh. Noch einmal konzentrieren und dann können wir uns gleich etwas anderem widmen. Ich meine, wir brauchen die Powersterne ja, ne? Ich habe gesagt, beziehungsweise das Vorhaben habe ich mir halt genommen. Macht man sich ein Vorhaben? Nimmt man sich ein Vorhaben? Ich weiß es nicht. Dieses Vorhaben habe ich mir halt gesetzt, so, wie ein Ziel, dass ich die 120 Sterne sammle und das tue ich. So, Punkt. Also, von daher. So. Ja, bam. Der hat mich jetzt aber eiskalt erwischt. Also brandheiß eher, aber ja, okay, gut. Man kann es auch übertreiben. Man kann es halt auch echt übertreiben, ne? So. Okay. Ich sammle vorsichtshalber mal wieder Steinteile. Was sind denn Steinteile? Sternteile. Oh, hier hätte ich gar nicht hingedurft, ne? Hingemusst. Betreibe ich gerade Bug-Using? Naja. Soll mir recht sein. Ich erkunde halt gern. Ach, Dababski. Oh, lol. Kann es sein, dass wenn Mario sich verbrennt, er gar keinen Schaden nimmt an diesen Dingern? Oder sind da unten irgendwie immer Münzen? Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Galaxie irgendwie nicht mag? Jetzt ist hier natürlich nichts. Klar. Ja, Mario. Please, Anneliese. Achso, die Dinger gehen wieder hoch. Okay, gut. Hier war ich. Da ist ein One-Up. Ja gut, ich lasse das One-Up jetzt mal One-Up sein. Ich habe hier Skill. Seht ihr? Profi. Ach, hierfür ist das. Ja, alles klar. Wir haben uns ja am Ende der letzten Folge, also relativ am Ende der letzten Folge, gefragt, wofür dieser Bereich ist. Jetzt wissen wir es. Geiler Seitwärtssprung. Wo geht's hier hin? Ja, diese Röhre ist voll unnötig. Ich meine, okay. So. Give me a coin. Hier waren wir aber schon mal, ne? Kommt mir so vertraut vor. Sind die wieder irgendwo Fackeln? Was muss ich tun? Der Planet bewegt sich auch nicht. Muss ich alle Gegner besiegen? Ist es das, was das Spiel von mir will? Ich meine... Ja, okay, das war jetzt dämlich. So. Ja... Sehr gut. Irgendwie. Bin ich doof? Übersehe ich was? Ach so, Tag. Ja, als ob. Aber danke für den Tipp, Spiel. Naja, egal.
Oh, ein One-Up. Oh mein Gott, okay, jetzt kommt die Rotation ins Spiel. Na. Ah. Okay, da sind noch Sternis. Sternis. Sternis sind toll. Sternis bringen One-Ups und sind schön. Okay. Wir müssen diese Splitter sammeln. Wie heißen die eigentlich? Heißen die Sternsplitter? Ich will sie so aber eigentlich... Aua. Gar nicht nennen, weil wegen Paper Mario. Ja. Oh. Oh, bop, 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 bum. That was close. Oh, das ist eine Münze. Dankeschön. Ah. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so smart. Ja, okay, Mario, könnten wir es dann jetzt mal? Dankeschön. Ich muss mich doch hier einfach nur... Ach, warum machst du es mir jetzt so kompliziert, Spiel? Und andererseits, ich kann mich ja hier auch heilen. Yeah. Na. Okay, warte, ich muss irgendwie... Ne. Zum Powerstern. Und ich weiß gerade nicht... Ach nee, da, das ist ja noch gar nicht der Stern. Okay, das war jetzt dämlich. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Warte, was ist mit ihm? Ja, wow, der schubst mich runter. Ich bin hier definitiv an der falschen Anlaufstelle. Obwohl, das hier sollte reichen. Ich bin hier definitiv an der falschen Anlaufstelle. Hm, klar. Oh. Her damit. Heftig unnötig. Ah. Okay. Maxi... Nö, ganz ehrlich. Ich hab ja einen, ne? Dankeschön! Düb-düb. Ja, da! Ja, Entschuldigung, konnte ich ja nicht riechen. Alter, hab ich mich gerade erschrocken auf einmal. Dreht er hier so am Rad? So, erstmal wieder volle Energie. So, dann die Sternteile einsammeln, weil der chillt ja gerade seine Eier. Witzig, ich weiß. Da ist noch ein Blümscher, falls wir Energie brauchen. Ja, und so groß ist ja. So groß ist der Planet ja auch gar nicht, also. Warum sind Piranhas eigentlich so scheiße hässlich? Schämen die sich eigentlich nicht, wenn die irgendwie Kinder auf die Welt bringen? Ich meine... Sag mal. Na! Jetzt komm mal her hier. Aua. Aha. Dann regeln die sich auch noch immer so auf. Bumm! Alter. Jo, alles klar. Bum, 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 bum. Mama kommt. Ja, eieiei. Warte mal, hier war doch irgendwo noch ein Blümscher, ne? Ich gehe nur vorsichtshalber auf Nummer sicher, so. Das wollte ich sagen. Ey, das war voll... Ey. Sag mal. Mistvieh. Okay, das sind jetzt in ganz kurzen Intervallen. Da muss man echt genau sein. Ey, und dass er diese hässliche Bremsspur mit sich herführt, ist halt auch nicht ganz in Ordnung, ne? Alter, ernsthaft? Scheitert's jetzt daran? Alter, ich hab grad echt Schiss, ne? Ja, lol. Wow. Wow. Ich bin schwer auf begeistert. Ach, wenigstens mache ich hier Sternteile plus.
Ja, Mario, komm. Was kostet denn hier so ein Maxi-Pilz bei dir, Kollege? Ja, komm, quatsch nicht. Luma laden. 30, ja, komm, easy. Dafür nehme ich die maximale Kraft in Kauf. Ja, Zeit zu bezahlen, aber kein Cent weniger, ne? Sehr gut. Oh, da waren noch Sternteile. So. Also es tut mir leid, aber ich will die haben. Hier, ist mir egal. Die Münze kann da bleiben, wo sie ist. Eigentlich reicht das an Energie. Ich habe mich nur zum Ende hin echt dumm angestellt. Hat der da die Münze befreit, ne? Ja. Sack. War's das? Scheint so. Hä, was sind das für komische, kurze Intervalle, in dem dieses Schweifteil brennt? Das ist illegal. Oder sollte illegal sein. Und warum verliert er eigentlich Sternteile, wenn er getroffen wird? Sind das Abgase? Guck da. So viel Angst vor der Bremsspur. Komisch, wenn ich kacken gehe, habe ich das Problem nicht. Okay, jetzt hier, jetzt geht's richtig ab. Oh, jetzt hinterlasse auch noch irgendwelche Kackbomben. Also brennende Kackbomben. Ich dachte vorhin, das wäre das letzte Leben. Okay, ich muss ihm entgegenkommen. Und mit Glück dann hoffen, dass... Ja... Hätte der mich jetzt nicht getroffen, dann... Oh. Hab ihn! Was? Das war ein sozialer Sack, ne? Ey, Menno! Ja, Kollege, was war das denn jetzt für ein Frontalangriff? Das stand aber nicht im Pokédex. Fick dich. Ganz ehrlich. Stör. Keiner mag dich. Du hast keine Freunde. So, Entschuldigung. Hätten wir das auch geklärt. Das war Rangordnung. Ne? Für alle, die denken, Mario sei brutal, das ist Rangordnung. Innerhalb des Klempnerunternehmens. Die sind alle angestellt. Deswegen benehmen die sich auch so, wie sie sich benehmen. Die werden alle minder bezahlt. Ich hoffe, damit konnte ich alle offenen Fragen klären. Gut. So viel dazu. Okay. Kanonenflotte war da nicht. Ich will eigentlich schon ganz gerne die Galaxie wechseln, ne? Aber ich will sie auch irgendwie abschließen. Was heißt denn jetzt, dass da Kometenalarm oder so ist? Ah, nee, ist gar nicht. Ist gar nicht. Ja, aber hatte ich nicht. Ich hatte doch gerade eben hier einen. Okay, ganz, ganz merkwürdige Sache. Aber dann bin ich ja hier so weit durch. Oder kann ich dem jetzt hier nachgehen? Weil da war ja gerade eben dieser Alarm. Alarm! Nö, nur der geheime Stern. Okay, dann ist die Frage, was ist denn jetzt Phase? Das... Loft ist hier. Was für das Loft? Egal. So, du bist der Grand Melumon, ne? Sternteile. Ja? Wie viele hättest du denn gerne? 1600. Du bist doch... Ja, hier, komm, Kollege.
Ja, dann friss mal. Wehe, du bist es nicht wert. Ich meine, 1,6 ist schon ordentlich. Wir hatten nur 3200. Boah, ich bin voll, Alter. Ich war fett bei Mongolen, Alter. Wow. Eine neue Galaxie wurde geboren. Ja dann, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Was haben wir denn hier? Herausforderung der Schneehasen. Ich habe irgendwie Angst. Okay, die sind ja ganz süß, ne, und auch ganz nett, aber ich glaube, die... Weiß ich nicht. Was ist das hier? Okay. Hä? Wie? Ich sehe nichts. Okay. Plupp. Ja dann. Ja, wie unnötig. Hoppi hopp, lass uns fangen spielen. Ah, kannst du uns innerhalb des Zeitlimits alle fangen? Okay. Ich verstehe, worum es geht. 150 Sekunden. Oh nein. Ja, wo sehe ich denn? Ja, wo sind die denn? Wenn ich fragen darf. Ich habe doch keine Ahnung, wo die sind. Ach so, ich kann hier mit... Oh lol. Hä? Ich habe irgendwie gar keinen Plan, was hier Phase ist. Warte mal, ich werde das jetzt nicht im ersten Versuch schaffen, aber... Oh, lol. Hä? Hey, hier schneit es ja auch in einer Tour. Ich verstehe hier gerade irgendwie nicht, was... Ach so. Wo sind die denn? Hä? Okay, was jetzt? Ach, die sind da drin. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt ist da einer, okay. Und jetzt ist der auch noch so scheiße schnell. Ey, wie soll ich das denn in 150 Sekunden schaffen? Vor allem, das sind ja drei, ne? Oh mein Gott. Ach so. Ich dachte... Kann ich den stoppen? Ich hab einen. Ah, du hast mich erwischt. Ja, gut. Du musst trainieren und dann nochmal gegen uns antreten. Ja, bring Mario halt mit Avada Kedavra um, ist auch in Ordnung. So. Entschuldigt den kurzen Cut. Wir probieren es jetzt nochmal. So. Ja, los geht's. So, ich muss mir auf jeden Fall hier den Weg freimachen.
So, hier ist einer. So, da unten ist einer. Die bleiben ja Gott sei Dank aktiviert, ne? Das ist ja... Hallo? Das ist ja schon mal was. So, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr. So. Jetzt, wo man weiß, was man machen muss, ne, ist es halt auch irgendwie gefühlt tausendmal einfacher. Aber irgendwie... Okay, hier ist gleich die Feuerblume. So, hier ist noch einer. Ah, das war's schon. So, dann habe ich jetzt noch genau 100 Sekunden Zeit, um diese maledeiten Viecher zu finden und zu fangen. Vielleicht schaffe ich es ja schon. Wenn die Steuerung nicht nur so dezent klopft wäre, ne? Oh lol. Wachsen diese Schneemänner nach? Also diese... Ich meine, es schneit ja hier. Ach, die mit den Hütchen sind's. Oh mein Gott, diese Steuerung, ne? Oh, und dann durch diesen Schnee, ne? Muss ich die einfach nur verfolgen und dann bin ich irgendwann schneller? Oh nein! Oh, ich glaube, das ist nichts für mich. Ey! Ja, lol. Ja, du hast mich! Ja, wo ist der Rest? Ich habe keinen Plan, wo der Rest ist, ne? Jetzt 20 Sekunden, wie soll ich denn da noch zwei Hasen fangen? Ey, das ist toll, wie das hier funktioniert. Guckt es euch an. Ja, lol. Ja, wo ist es? Warte. Oh, Mario, bitte. Hä? So, den einen hab ich. So. Ah, warte. Kann es sein, dass... Oh, lol. Schade. Okay, wo ist der Letzte? Ey, wo ist der Letzte? Ey, komm.
Wo kommt er her? Wie er durch den Schnee rennt, ne? Weil er weiß, dass ich das hasse. Nein, bitte nicht! Nein, du bist so ein hässliches Mistvieh, ne? Ey, wie kann man nur... Du Fickvieh, Alter! Ohne Mist, das war so knapp, ne? Das war mein bester Versuch! Boah. Laber mich nicht zu. Mission ist kacke. Ja, viel zu lange brauche ich dafür. Egal. Dieser Schnee, ne, der macht mich fertig. Der macht mich einfach nur fertig. So, ich brauche die Feuerblume ja nur für den einen Typen hier. Ja, diese Steuerung, ne? So. Jetzt habe ich noch genau 100 Sekunden. Was? 90 Sekunden. Fabia! Ey, du bist eine richtige Mistmade, ne? Aua. Ey, dieser Schnee, ne? Ey, guckt euch an, wie sie sich über mich lustig machen. Oh. Ja, hoffentlich. Oh, lol. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Mann, du bist schnell. Nee, eure Mission ist einfach nur kacke. Oh, wir haben verloren. Dafür geben wir dir diesen Powerstern, der es absolut nicht wert ist, aber egal. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Egal. Oh mein Gott. Ja, egal. Ja, 98 Sterne, so. Galaxie komplett. Das lese ich ausnahmsweise mal echt gern. Ja, das ist auch in Ordnung. Speichern bitte auch. Das möchte ich nie wieder machen. Jetzt weiß ich nur leider nicht, wie lang die Folge ist. Aufgrund des Cuts. Da habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet. Und da kann ich jetzt leider... Da kann ich jetzt leider auch so auf die Schnelle gar nicht nachgucken. Ach, scheißen Dreck. Moment, ich hab's gleich. Ich komme hier gerade mit meinen Einstellungen nicht klar.
Ich kann es gerade halt leider echt nicht sehen. Also eigentlich könnte ich es sehen, aber... Ja doch, warte. Moment, ich hab's gleich. Es ist furchtbar gerade, es tut mir leid. So, jetzt. Oh, das passt. Das passt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Super Mario Galaxy. Macht's gut. Tschüss.